Heute möchte ich euch eine hessische Spezialität vorstellen. Das hessische Schmandspitzel hier in der Version XXL. In diesem Video zeige ich euch einerseits, wie man das hessische Schmandschnitzel macht und andererseits, wie man richtig gute große XXL-Schnitzel herstellt. Es gibt genug zu tun, fangen wir also an. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Wie immer steht am Anfang die Zutatenliste, hier für 4 Personen. 900 Gramm Schweinerücken am Stück, wichtig am Stück. 2 Becher Schmand, 125 Gramm Speckwürfel, eine Zwiebel und zum Panieren, also für die Panierstraße, 4 Eier, Mehl und ein Gemisch aus Paniermehl und Panko halb und halb. Den Schweinerücken hatte ich schon vorbereitet und in eine saubere Folie gepackt. Der wird nun entpackt. Das Fleisch vom Schweinerücken ist so mager, dass das Fett obendrauf ruhig dranbleiben kann. Jetzt wird der Rücken in 4 gleich große Teile vorgeschnitten. Nur vorschneiden, nicht ganz durchschneiden. Dann wird das Fleisch umgedreht und nochmal 4-mal eingeschnitten, und zwar immer versetzt zu den Schnitten auf der Gegenseite. Aufpassen, dass ihr das Fleisch weder von der einen noch von der anderen Seite richtig durchschneidet. Wenn ihr das richtig gemacht habt, dann sollte das Fleisch jetzt wie eine Ziehharmonika auseinanderzuziehen sein. Jetzt wird das Fleisch wieder zurückgedreht, auseinandergezogen und dann kann geschaut werden, ob die Schnitte alle tief genug waren. Wenn nicht, kann auch ein wenig nachgearbeitet werden. Jetzt können die Schnitte auf der Oberseite komplett geschnitten werden, so dass wir 4 Schnitzel erhalten. Die Schnitzel können jetzt auseinandergeklappt werden wie Schmetterlinge. Jetzt wird die Arbeitsplatte noch einmal gereinigt, denn es geht ans Klopfen der Schnitzel. Es empfiehlt sich, das Klopfen nicht auf dem Schneidbrett zu machen. Das Schneidbrett ist zu weich, zu lose und könnte zurückfedern. Damit der Schnitzel auf beiden Seiten gleich dick ist, wird es mit den Handballen schon einmal vorplattiert. Mit der Steakerseite des Fleischklopfers wird es dann von beiden Seiten plattiert. Warum man die Steakerseite des Fleischklopfes benutzt, und warum man auf Folie auf dem Fleisch verzichtet, darauf gehe ich in dem Video XXL-Schnitzel richtig zubereiten ein. Und das könnt ihr hier oben finden. Alle Schnitzel haben jetzt etwa 225 Gramm. Nur zur Info, ein normales Schnitzel, zum Beispiel im Restaurant, hat zwischen 125 und 150 Gramm. Und dann gehen die Schnitzel in die Panierstraße. Erst mehlieren, dann wird es durchs Ei gezogen und in der Panade wird diese von beiden Seiten gut angedrückt. Jetzt geht's erstmal an die Soße. Speck in eine heiße Pfanne. Ohne Fett versteht sich, der Speck hat schon genug Fett. Dann kommen gleich die Zwiebeln dazu und beides zusammen wird ein wenig angedünstet. Beides nicht verbrennen lassen, der Speck sollte rosa sein und die Zwiebeln glasig. Zu dem Speck und den Zwiebeln kommt jetzt der Schmand. Das Ganze köchelt jetzt bei geringer Hitze vor sich hin. Die Soße jetzt nur noch kurz erhitzen und dann abschmecken. Vorsichtig mit Salz, der Speck ist ebenfalls schon ziemlich salzig. Die Soße dann nur noch warm halten. Als Gemüsebeilage gab es bei mir selbst eingelegte Karotten, in Zwiebelchen angedünstet und mit Schnittlauch verfeinert. Bei mir gab es hier auch noch Wedges dazu. Die backen jetzt nach Packungsanleitung im Ofen. Und während die Wedges backen und die Soße heiß gehalten wird, geht es ans Braten der Schnitzel. Die Schnitzel müssen in reichlich Fett gebacken werden. Ich nehme ein Drittel Butterschmalz und 2 Drittel Speiseöl, in meinem Fall Rapsöl. Und da nur ein Schnitzel jeweils in die Pfanne passt, musste ich meine Schnitzel nach und nach backen. Gemüse heiß, Soße heiß, Schnitzel heiß, dann kann angerichtet werden. Und so sieht dann mein Teller aus. Übrigens, ich sprach ja in den Zutaten bereits von Pankomehl. Wie man das selber machen kann, das seht ihr hier oben in diesem Video. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.